Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online mit dem Volli und dem LP mit Ramon. Was geht? Yay! Was geht? Ich renne ja gerade die City. Und ich renne vorne ein Auto. Und hier steht gerade besorgt dir ein Auto und das mache ich dann jetzt einfach mal. Musst du dir auch ein Auto besorgen? Nein. Das sind wahrscheinlich diese Einzelmissionen da. Begib dich zur jetzt habe ich Los Santos Customs. Ja. Ah ja. Hallo, hallo, hier ist. Ramon, hast du schon Los Santos Customs? Nein, ich habe noch gar nichts, weil ich so blöd bin und habe noch nicht abgenommen den Telefon. Ja, muss man machen. Also Jobliste und dann Lama und dann musst du einen Laden überfallen. Das habe ich gemacht, habe ich aber verkackt, weil ich keine Munition hatte. Ich gehe jetzt mal zu Los Santos Customs und dann gucke ich mal. Ich vergesse in den Kurven immer zu bremsen. Ach fuck, ja, ich bin falsch gefahren. Wo muss man bei Los Santos Customs treffen? Ich hole mir schnell ein paar, ich hole mir ein bisschen Munition schnell. Okay. Und danach, wenn ich komm mit Dominik. Ja. Wenn ich da war, können wir ja mal eine Mission aufmachen. Ich weiß aber, ich kann das glaube ich noch gar nicht, weil da steht keine Jobs verfügbar. Bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Dominik kann das vielleicht. Ja, dann kann ich ja einen aufmachen. Wir haben ja jetzt genug Kohle, oder? Ja, hab ich. So, hier ist das, ach so, geil. So einfach rein. Aber ich werde nicht alles hier ausgeben, der Rest geht nämlich in Dings rein. Ja. Nämlich im Privaten. Also wenn man jetzt von viel Geld redet, ich habe 500.000, das ist eine 500.000, das ist jetzt noch nicht arg viel. Also zum Beispiel ich den F20 reicht's nicht. Ja, ich habe 18 Millionen. 18? Okay, alles klar, tschüss. Das war der Hacker, habe ich recht? Ja. Ach, die iFruit App, die muss ich mir mal runterladen. Mit der iFruit App kann man seine Autos auf dem Handy tunen. Also nicht im Spielhandy, sondern auf dem richtigen Handy. Und man kann sogar auf seinen Nummernschildern seinen Namen raufschreiben. Das finde ich richtig cool. Das mache ich sogar noch. Aber die Karre, die ich habe, die ist wirklich cool gerade. Ich glaube sogar, die behalte ich. Lass den Fahrzeug reparieren. 0 Euro. Dollar meine ich. So, Panzerung. Alter, das ist richtig teuer. Die teuerste kostet 30.000, Alter. Und jetzt hol ich mir noch die Präzision und dann bin ich fertig mit Waffen holen. Alter. Das ist ja ein halbes Need for Speed hier. Auspuff. Aber ich habe noch nichts freigeschaltet. Und mit nichts meine ich wirklich nichts. Eine Taschenlampe für 5.750 Euro. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Also wenn die solche Preise haben, dann weiß ich auch nicht. Komm, ich bin fertig. Macht er eine Zündungsbombe an sein Auto? Okay. Ja. Eiserne Abdeckung. Jetzt habe ich eine Präzision, Präzisionsgewehr, dann habe ich Präzisionspistole, dann habe ich einen Spezialkarabiner. Ich schieße nicht, versprochen. Alter, das ist ja alles gratis, was ich hier habe. Hey, was hast du jetzt für eine gehabt? Spezialkarabiner. Peilsender. Vollkasko. Ja. Wer war das jetzt? Ach so. Ah, ich habe mir jetzt ein Auto gekauft quasi. Und jetzt kann ich mir noch ein Nummernschild aussuchen. Das ist eine der stärksten Waffen. GTA. Oh, Idee. Die Spezial. Lol. Kann ich jetzt. Ach, und dann kann ich noch das schwarze. Geil, auf mein Nummernschild steht jetzt Wall-Idee drauf. Lackierung. Wo seid ihr gerade? Schwarz sieht geil aus. Alle Farben sind kostenlos. Hey, was wirklich? Ja, weil ich da hier zum ersten Mal drinne bin. Oh. Glaube ich. Ja, wahrscheinlich! Ich glaube. Ich nehme grün. Renngelb. Hellgrün. Ich nehme hellgrün. Sekundäre Farbe. Ich nehme immer Metallic. Metallic sieht geil aus. Schwarz. Den Streif mache ich schwarz. Wie sehen die anderen aus? Silber ist auch geil. So, sorry Leute. Ich komme gleich wieder. Ja. Crew Emblem. Crew Emblem. Wow. Geil. Danke, dass du mir die Polizei weggenommen hast. Spoiler kann ich mir auch anmachen. Kostet auch nichts. Federung kann ich noch nicht. Getriebe. Macht das einen Unterschied? Nee. Reifen.
Das sieht toll aus. Aber ich gucke mir noch die anderen an. Wo seid ihr denn? Seid so still. Was passiert denn da bei euch gerade? Wir töten uns die ganze Zeit gegenseitig. Toll. Ja, ist schön. Na, ich nehm die Felgen. Ich hab neue Felgen. Alles kostenlos. Ich hol dich ab, Dominik, okay? Ja. Junge, du bist so. ich so ganz lieb. So, ich hol dich ab, der tötet mich. Tja. So, ich bin fertig. Ich habe mein Auto ein bisschen getuned und das ist jetzt auch mein eigenes Auto, denke ich mal. Ey, das ist so geil. Oder ist es jetzt, wenn ich jetzt aussteige? Dann wird das Auto auf der Karte angezeigt. Ja, geil. Da unten seid ihr. Ich komme mal zu euch, okay? Ja, mach das. Ich komme mal zu euch. Und Dominik, mach jetzt mal eine Mission auf. Wir wollten mal eine Mission. Oh. Genau. Ich kann es nicht. Ich hab gerade vorne angefangen. Dominik ist schon dabei, schon ganz lange. Ah, mein Auto ist schon kaputt. Egal. Ist mir egal jetzt. Nee, ich will die Polizei ausnehmen zu dir. Okay. Was soll man jetzt machen? Ey, mit Raum und Rennen? Let's Player erledigt. Mir egal, mach einfach Death eine Match. Normale Mission von Lamar oder so, keine Ahnung. Ja, nee, habe ich ja gerade nicht offen. Death okay, Match. Dann mach irgendwas auf. Deathmatch. Oder ein Rennen wäre auch cool. Na, setz einfach, du bist tot, Dominik. Lass mal bitte jetzt ganz kurz, ich guck ja gerade nach dem. Du kannst nichts, ich kann nichts mehr machen, weil du bist ja schon tot. Ja, ja, was machen wir denn noch heute so? Ja, also Fragen habe ich bei Twitter habe ich leider keine Fragen. Das werden wir auch nicht in GTA beantworten. Nein. Doch. Nein. Ich weiß. So, ich bin da. Ich weiß jetzt nicht, wer das von euch beiden ist, aber ich hoffe mal, es ist nur jetzt ein Let's Player, weil Ramon, das wäre scheiße. Dich töte ich nicht, dumm Chris. Dumm Chris. Ich heiße, ich bin nicht dumm. Okay, es war Ramon. Weil wenn er... Okay, da oben ist... Ja, nee, das ist Hessen. Nee, das ist Dominik. Hä, Hessen ist weg. Alter, ist die Karte groß. Okay. Ich fahr mal zu Ramon. Gucken, okay. Was er will. Ich verspreche dir, ich werde dich nicht töten. Warte mal, ich kann jetzt gerade nicht. Hä, warum kann ich euch nicht einladen? Nee, hier steht, begib dich zu Cypress Flats. Okay. Ramon? Hast du die Lama-Mission schon gemacht jetzt? Nein. Du solltest sie mal machen, weil sonst kannst du keine Mission machen. Weil bei mir geht's jetzt auch nicht. Ich kann so lange nicht, bis ich bei Cypress Flats war. Aber da, glaube ich, kann ich dich einladen, wenn du bereit bist. Dann müsstest du jetzt mit Lama reden. Hab dann ich schon. Hast du auch den Laden gemacht? Hol dein Telefon raus. Job nicht verfügbar. Okay, dann hat dann... Job! Lama-Überfall. Ja, dann mach den. Dann mach das jetzt. Ich hab genug Waffen. Bei mir steht jetzt hier Cypress Flats. Okay. Ich mach das aber jetzt noch nicht. Ich warte auf Ramon. Jo. Ramon muss jetzt, ja. Ich mach dauert nicht lange bei mir. Ja. Wäre nice, wenn wir das noch in der Folge dann hinkriegen, die Mission. Kannst du dauert jetzt... nicht lange. Okay. Hessen, ich komm mal zu dir. Ramon macht seinen... Dings mal da selber. Und ich hol ja oder wir können auch helfen. Ich komm mal. Ja, das wäre schön, wenn ich dann holt mich jemand. Du musst doch auch noch den Überfall machen. Ich bin hier. Ja, halt mal an, Chris, bitte. Ich hab Chris, so. Ich hab Dominik gut. Getötet, weil er mich getötet hat. Das ist ein Argument. Ist so. Wo ist Ramon? Alter, oh, sieht das gerade geil aus. Alter, ich will kein Radio mehr haben. Ich weiß nämlich nicht, welches GEMA ist. Jetzt hatte ich gerade Radio laufen. Vermutlich war das GEMA-Musik. Okay. Ich karte das mal sicherheitshalber raus. Na, es ist nicht so dramatisch. Wenn, dann kannst du es trotzdem hochladen, weil YouTube, es gibt eine Funktion, da kannst du GEMA-Lieder rausschneiden. Ja. Das mache ich immer. Meine Folgen waren auch schon ein paar Mal gesperrt. Vor allen Dingen könnt ihr euch dran erinnern, damals hatte ich mal eine GTA-Folge, also ganz früher, da hatte ich noch PS4, habe ich damals gespielt. Und ja, die wurde gesperrt und ich hatte ein halbes Jahr lang einen Strike. Ja.
Ich gucke erstmal auf der Karte, woran man jetzt ist. Ach Gottchen. Ach, da hinten ist er. Da hinten ist noch ein Spieler. Der hat eine Waffe gehabt! Ich wundere mich erstmal so, warum schießt er mich jetzt? Hä? Ich bin extra ausgestiegen. Warum? Pass warum? Auf, du hast doch so viel vor Junge, dir. Ich sterbe. Ach so, ja, klar. Ich ein schönes Auto haben. Ich glaube, das Auto, was ich habe, gehört sogar jetzt, glaube ich, mir. Nice. Kannst du mir ja nachher herfahren. So. Hä? Lol. Da ist ein Spieler. Ist das schlimm, wenn man in dieser Mission stirbt? Nee, weiß ich nicht. Ich bin aber auch gestorben. Ich hub mal. Gucken, ob er reinkommt. Komm lieber bei mir rein. Nicht zu essen. Ich komm zu dir, ich komm zu euch. Hast du den Rauchenbefall gemacht? Aua! Hey! Weißt du, wie mein Auto jetzt aussieht? Ay, scheiße, guck dir mal meins an. Da hab ich frischen Pfeil dann darauf gemacht. Alter, wisst ihr was? Hier, der kann das hier erleben. Alter. Oh, Alter, das muss wehtun. Aber wie bei euch reingefahren, Alter. Das war keine Absicht. Matsch in der Sandkiste. Ah, fuck. Wo ist der hier, Ramon? Er hat mich getötet. Mich auch. Fuck it. Brauch meine Karre wieder. Hä? Wartet mal kurz, ich hab's gemacht, nicht sagen, ich bin fertig. Nicht sagen, ich hab gerade eine Zwischensequenz, nicht sagen, danke. Okay. Wie blöd bin ich eigentlich? Und der sagt was. Wie? Das war mir so klar. Frieden. Bei mir kam gerade Jesus. Okay. Oder Gott. Oder Christi. Wenn man das erste Mal von einem Spieler stirbt, kommt Christi. Oder Jesus. Oder Gott. Soll ich euch mal töten? Hä, Alter. Ich soll mich immer noch zu Cypress Flats begeben. Wo seid ihr nun? Ich war gerade nochmal im Waffenladen. Okay. Ja, Herr Dumme, LP mit Raumann muss sich auch noch ein Auto suchen und zu Los Santos Customs fahren. Ich weiß aber nicht, wann er das machen muss. Jetzt. Steht das da? Neben mich hat Simon angerufen. Okay. Und ich, was kann ich machen? Mal wäre nichts. So, ich habe mir die Karre geholt. Doch, wir können uns gleich, wenn er bei Los Santos Customs war, kann er, dann können wir Cypress Flats machen. Und da kann ich Dominik, glaube ich, auch einladen. Ich weiß aber nicht, das ist, glaube ich, eine zufällige Mission. Mal gucken, wir lassen uns überraschen. Ich weiß es nicht. Aber ich würde nämlich euch gerne einladen in meine Mission. Geht nicht, wir müssen Cypress Flats machen. Sonst können wir nicht beitreten. Ja. Das ist so scheiße, dass man am Anfang diese machen muss. Die musste ich nämlich nicht machen. Doch, kommt gleich. Oh, das nichts ist... kaputt machen, du! Ja, was denn? Ich muss das zu Los Santos Customs bringen! Dann reparier das, das ist kostenloses Reparieren. Kleiner Sei Tipp. Froh! Und das Auto gehört gleich dir. Okay, ich hol mir noch das Auto. Das Auto, was du holst, das gehört nachher dir. Das musst du nachher behalten. Also da kannst du einen Peilsender drauf machen. Und ich hatte Glück, dass ich ein gutes Auto hatte. Ja. Ich hol mir gleich ein ordentliches, bevor ich angekommen bin. Ja. Ich hol jetzt erstmal mein Auto ab. Oi, moin! So, ich fahr jetzt mal zum Flughafen. Hab ich dir den Reifen zerschossen? Oh, lol. Kann ich die... Ah. Ich hab die Karte jetzt größer. Hab ich dir Y drücken? Ja. Das wusste ich aber auch. Ich spiele aber mit Gamepad, danke. So, ich hole jetzt erstmal meine Karre ab, weil die ist tot. Oh, die steht auf der Seite. Wieso sitzt die da auf der Seite, Mann? Da kann ich nicht einsteigen. Rest in Peace, Auto von Wally. Ich kann da nicht...
Alter, ein Kack. Leg das Auto erstmal richtig, würde ich mal sagen. Okay, wenn ich dagegen fahre? Ich fahre da mal gegen. So, ich bin jetzt in der Stadt, da kann ich mir ein ordentliches Auto holen. Ein Gut. Moment der Stille. So, Alter, ich komme mal zu dir und auch zu Los Santos Customs. Oder ist hier? Ja, ich glaube, das Customs. Wo fährst du denn ganz hin? Ich fahr gerade zum. Ich meine, entweder mit Ramon. So. Oder war das Los Santos Customs? Ramon? Das hier, ne? Ja, du bist an einem Los Santos Customs vorbeigefahren, um zum anderen zu fahren, ey. Ja. Geil! Geil! Das ist eine Logik. Ja. Ich gehe jetzt mal zu Santos Customs, weil mein Auto aussieht wie. Alter, das Ding noch fahren kann, ne? Alter! Ich mach's gerade noch. Aber jetzt gerade sieht die Stadt geil aus. Oh, ich fahr überall gegen. Ja. Von Alter, die fahren. Liberator, den will ich mir holen. Liberator, was ist das? Ja, das ist doch der Monster. Liberator. Ach, der ist. Ach, den wollen wir. Ah, ja, den, ja, den wir vorhin hatten. Stand auch hinten drauf. The Liberator. Genau. Aber der ist so, auch ich bin jetzt bei Los Santos Customs. Was so, hier, ich bin da. Treffen ab, das will ich jetzt mal wissen. Okay, hier liegt ein Privatjet auf. Nee. Fahrzeug reparieren, 565. Habe ich jetzt bezahlt. Oh, Hupe, da ist ein Stern. Melodie. Der Melodie. Melodie okay. Ist doch ein Name. Alter. Wo rennt. Alter, das hole ich mir jetzt nicht an. Vorlaufend. Was ist denn hier? Was liegt hier? Ach, das war Geld. Geil. Nice. Es gibt die GTA San Andreas Hupe, dieses. Weißt du? Geil. Und Liberty City. Alter, das GTA 4 Soundtrack gibt's hier auch als Hupe. Nice. Krass. Halloween fortlaufen. Alter, gibt's die coole Hupen, aber ich bald erstmal die Standardhupe. Man muss auch welches das Geld Auto dazu hast haben. Du? Keine Ahnung. Ich kann mal gucken. Du hast doch ein Kompakt-Van. Glauben wir nie easy, oder? Ich glaube, da steht er, wenn ich da einsteige, oder? Ja. Da steht Impact Phoenix Muscle Car. Keine Ahnung. Den habe ich auf jeden Fall. Ich will auch Muscle Car. So ja, den habe ich durch Zufall gefunden. Ich werde hier also gerade elektroshoppt. Bist du jetzt bei Los Santos Customs? Kann ich, Polizei verfolgt mich. Oh, mal was ganz Neues. Alter, ich gehe jetzt mal zu Cypress Flats, vielleicht kann ich euch ja denn doch einladen. Ich warte mal dann da. Holy moly. Vielleicht kann ich das ja, vielleicht kann ich Dominik dazu schon mal einladen. Okay. Da ist ein richtig geiles Car. Ja, aber wir kommen nie dazu. So, das ist für die ganzen Elektroschocks jetzt. Ich habe jetzt ein Obi 9F Sportwagen. Das ist Cypress Flats ist ein okay. Last Team Standing ist das auch nicht schlecht, cool. Ich kann. Ich werde noch nicht da reingehen. Ich warte dann auf. Yo, der hat eine Minigun. Eine Big Gun. So, was mache ich denn hier? Ach. Alter, was hat die denn? Jetzt leckt das bei mir die ganze Zeit. Irgendein Hacker macht gerade was. Also, ich bin am Flughafen. Yo, der hat die Minigun wieder mal am Start. Oh, da ist ein Motorradfahrer. Ich hoffe, die töten mich nicht. Sie haben mich übergefahren. Aua! Wir können die mit dem Motorrad töten. Ach Gott. So. Ramon, bist du inzwischen bei Los Santos Customs? Ich werde immer noch von der Polizei verfolgt. Ja, dann geht's zu Los Santos Customs, dann sind sie weg. Alter, das ist logisch. Jetzt habe ich keine Polizei mehr. Nice.
Da können wir vielleicht doch heute noch das spielen. Da wäre es eben eine Stundenfolge. Ja. Wenn nicht, wäre auch nicht schlimm. Dauert nur länger zum Rendern. Rendern hier, rendern da. Das ist Alter, nicht die Hauptsache. Das ist der Hacker, der ist auch. Auto denn jetzt? Unsterblich. Achso. Gut, dass wir die ganze Zeit über die Mucke geredet haben, die im Hintergrund lief. Gut, dass ich auch eigene Mucke habe, die nicht GEMA geschützt ist. Ja. So, ich warte jetzt hier bei Cypress Flats. Und warte auf Ramon. Ja. Yo! Ich hab ein zu gutes Fahrzeug zum Tune. Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Du kannst, glaube ich, keine Sportwagen tunen. Na komm. Ja, der hat einfach mal Zugang. Ich warte die ganze Zeit auf euch. Wann kommt ihr denn jetzt endlich? Das dauert ja ewig. So, ich fahre dann mit irgendeinem Auto schnell rein. Du kannst immer noch ein Auto nehmen. Nice. Okay, Ramon. Nimm irgendein Auto einfach, fahr da schnell rein. Du kannst immer noch ein anderes Auto. Ich hasse es, dass das einfach zu gut war. Das ist voll das gute Fahrzeug, Alter. Ja, das ist aber eigentlich logisch. Stell dir vor, du kommst mit einem Centorno. Ja. Ne, du darfst es kostenlos reparieren. Das wäre kacke. Geil. Ach, ich warte hier und warte und warte. Aua, der hat mich übergefahren. Was soll der Mist? Der kriegt so einen auf die Fresse. Ich hoffe mal, wenn ich aussteige, passiert das bei mir jetzt nicht. Ich habe einen Cup. Jetzt. Nimm das! Halt's Maul! Ruah! Oh, der ist tot. Aber der hat kein Geld dabei gehabt. Aber wieso ist das da? Das ist ein Bauarbeiter in so ein Cabrio. Oh, der hätte doch Geld. Wie viel? Ach, 5000. Ja, mach hin. Und ich hole mir jetzt bald mal die iFood App. Die iFood App? Ja, die will ich mir auch mal holen. Die mache ich jetzt, während der das macht. In der Aufnahme, toll. Dauert doch nicht lang. Weil ich es kann. Wir wollten aber eigentlich gleich diese Cypress Flats machen. Wo bin ich jetzt? Ramon, ich cutte das jetzt mal aus. Jetzt gib mal Gas, Ramon, das ist echt. Ja, ich bin doch dabei, Junge! Die App kannst du dir nach der Aufnahme runterladen. So, Alter. Ich bin schon fertig. Gut, endlich. Jetzt kommst du zu Cypress Flats. Aber ich muss mir eine Hube kaufen. Nee, musst du nicht, du musst dir, das ist nur, weil du die neu hast, du kannst dir irgendwas kaufen. Nee, einen Peilsender musst du rauf machen. Oder, ja. Ich muss erstmal flüchten, weil die Bullen hier hinter mir her sind. Und ich habe immer noch, oh, ich habe doch wieder Munition und eine neue Waffe. Habe ich aufgesammelt. Ich gehe erstmal hier nach oben. Die haben ja hier rüber geht. Geil, geht sogar. Wieder mal unzerstörbar. Dominik, kommst du schon mal zu mir? Ja, kann ich. Oh, jetzt habe ich 4 Sterne. Nice. Dann machen wir in dieser Folge noch ein Last Team Standing. Wäre cool. So, die Bullen sind da unten. Ich bin hier auf dem Dach und chill mein Base. Mein Base, ne? Ich chill mein Base. Hey, was muss ich jetzt machen? Ich kann nicht ESC drücken, rausgehen. Du musst dir einen Peilsender kaufen und. Lass dein Fahrzeug umlackieren. Okay, dann lest das doch vorher. Wie bin ich eigentlich? Ich wollte es gerade auf teuerste Farbe machen. Bei mir war es so, die Farben, bei mir war eigentlich alles, was da war, kostenlos. Fürs Erste. Aber es kommt, glaube ich, auch auf das ja, drauf fertig, an. Ja, fertig, wir können loslegen. Geil. Auf mit dir. Also ich habe einen Panzer und fahre da mal gerade ein bisschen darum. Ja, kannst du zu mir schon kommen? Ich bin auf dem Weg. Gut. Das kann ein bisschen dauern mit dem Panzer. Ja. Aber egal. Ich denke mal, du bist früher als Ramon da. Das glaube ich auch mal. Muss ich denn hin? Guck bei mir auf der Karte. Bei dir auf der Karte, ich soll jetzt zu dir rüberrennen. Guck auf der Karte und dann geh zu mir. Alter, der qualmt schon. Ich springe jetzt mal runter, weil ich keinen Bock mehr auf das Leben hab. Yippie! Au, voll auf mein Auto durch zufälligerweise. So, Dominik, sehen wir jetzt schneller da ist.
Ich glaube eher Dominik, aber ich kann es ja trotzdem versuchen, so schnell wie möglich da zu sein. Oh, die Polizei ist hier. Warum ist die Polizei hier? Geht ja auch online, fährt die Polizei auch privat rum. Weißt du, wie es meint? Lass ihn, ich bin mit Ramon. Oh, der gibt Gas, Alter. Der fährt gleich. Ja, hier kommt eine Kurve und der fährt. Ja, er fährt ohne Pro dagegen. Und ja, oh Gott. Es ist wie bei Pac-Man gerade. Wenn man sich auf der Karte guckt, weißt du. Und der kleine Punkt da die ganzen Strecken da abführt. Und er schafft es. Und jetzt gibt er Vollgas. Alter, jetzt gibt er richtig Vollgas. Und er hat einen Unfall gemacht, das kann ich sehen. Nein, ich bin. Ich geh mal noch näher ran. Oh Gott, da fährt er. Oh mein Gott. Eis. Dürfte schneller wie er sein. Wusstet ihr, dass je weiter man auf der Karte weg ist, desto ja, desto hakeliger ist die das Aktualisieren. Weil wenn du bei mir näher dran bist, dann ist das auf der Karte flüssiger. Okay. Ist mir gerade aufgefallen. Jetzt kommt Gera. Geralt? Ja. Was? Oh, mein Panzer an, fallen, ist ja, gut, dann komm zu mir, da bin ich gerade. Ich bin schneller wie Dominik. Aber, ja, geil. Dann komm zu mir, dann werden wir die starten. Der kann, Dominik kann die nicht machen. Doch, klar, wir können ihn einladen. Wir können ihn einladen. Höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es könnte sein. Kann man die, gucken, aber ich hoffe, die kann man überhaupt zusammen machen. Ja, natürlich. Also man muss das. Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Oh, ich piep's schon. Ich glaube, ich steig mal lieber aus. Ja, piep mal lieber. So, Ramon, da bist du? Nein, ich mache überall Unfälle. Ja, das habe ich gesehen. Das sieht man auf der Karte ein bisschen. So, aber tu mir den Gefallen und fahr mich nicht um. Das wäre sehr nett, weil hier liegen ganz viele. Oh, hier liegt immer noch der tote Arbeiter. Ist ein Chinese. Da ist noch ein Panzer, den will ich haben. Moin. Nee, der qualmt auch schon. Also. Gut, wollen wir rein, Ramon? Wir gehen hier rein? Ja. Okay. So. Last Team Standing. Ja, ich bin auch gerade drin. Du bist jetzt. Da bin schon jemand wieder. Hä? Warum komm ich? Kann ich auch zu euch reinkommen oder nicht? Vielleicht. Ramon haut die ganze Zeit auf seine Tastatur. Ja. Alter, was machst du da? So. Ramon, tu mir den Gefallen. Der Panzer fliegt gerade durch die Weltgeschichte. Wir machen bestimmt eine Stundenfolge heute. Ja. Jetzt wird es uns erklärt, wie das da, wie ja, der Kreis da aussieht. Sieht schön aus. Cypress Flat. Können die nicht Beispiel, zum Beispiel Beispielaufnahmen machen? Nein. Bei Last Team Standing trittst du in einen Deathmatch gegen ein anderen Team an. Aber jeder hat nur ein Leben. Benutze bei deinem Job eigene Waffen und eigene Munition. Habe ich nicht. Du kannst auf dem Wettbewerb. Neue Jobarten werden verfügbar, wenn du weiter in Grand Theft Auto Online vorankommst. Entschuldigung. Jetzt pisst es draußen. Ja. Ich habe das Last Team Standing gefunden. Cool, ich wir laden dich gleich ein. Okay. Halalala. Wird heruntergeladen, steht bei mir jetzt. Ja, wird heruntergeladen. So. Ja, oh. Ja, oh, habe ich gesagt. Bist du nicht bei mir drin? Nein. Okay, schade. Ich kann jetzt Leute einladen. Ja, lad mich mal ein, bitte. Ich lade euch beide mal ein. Mal gucken, ob das geht. Dann gehe ich hier raus, warte. Mach einfach mit Social Club oder so. Ja, jetzt wollte ich gerade bei dir rein. Da kommt so einer und killt mich. Jo, mich auch. Alter, was ist bei euch los? Schnell rein. So, ich bin drinnen. So, hast mich eingeladen. Ja, hab ich dich eingeladen. White Squid. White Squid. Ja, das ist mit dem Gott da. Lol. So. Freundesliste. Ich bin mit Ramon eingeladen. Aha, hier tritt einer bei. Kann man das nicht überspringen?
Die, hallo, das ist ein Let's Play, die wollen das doch alle sehen. Ich will aber jetzt mit dir zocken. Dieser wir warten, 3M. Wir warten. Ja, ja. Ist das halt auch so ein Hacker, meine ich? Weiß ich nicht. Willst du den rausschmeißen, oder? Nö. Okay. Wir müssen ja gegen irgendjemanden spielen, weil 2 gegen 1 ist unfair. Weil wir sind ja nur zu dritt. Ja, stimmt. Hast du mich eingeladen? Ja. Ich hab dich auch eingeladen gehabt. Also ja, Ramon steht bei mir eingeladen. Ja, bei mir auch. Ja, jetzt White nicht Screen. Mehr, aber... Ach, schon wieder. Komm. Oh, du trittst bei, yeah. Jetzt sind wir Spieler 3, 5 sind wir jetzt. Dann lass gut, los. Ich spiel mal. Ja, egal. Warte, machen wir 2 gegen 3 oder so, keine Ahnung. Mir egal. Warte, oh Mann! Was denn? Ich wollte Waffen kaufen. Ja, ich habe also auch keine nicht Munition. Nicht Waffen kaufen, sondern Munition, aber danke. Oh, das ist ein gutes Team. Play Active gegen Team 2. Das ist gut. Hä, wieso kann ich nichts machen? Kannst du nichts? Hat es sie aufgehängt oder was? Nein, ich gehe jetzt wieder. Alles klar. Rissem Sir Taps. Nein, ich will keine Wette. Oh, ich hätte mich fast für 1,5000 gewettet, Junge. Hättest du ruhig machen können, wir gewinnen sowieso. 1000 sind nicht viel, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Trotzdem, ich brauch's Geld. Geld geil. Okay, im Regen machen wir jetzt ein Last Team Standing. Ohne Waffe? Oh geil, ich hab diese hier. Wieso? Hab wahrscheinlich aufgesammelt. Hier hinten kannst du überall Munition sammeln. Alter, wie Hessen aussieht, ey. Sieht aus wie so ein Krüppel-Opa, ey. Jetzt mal ganz ehrlich, Alter. Last Team Painting. Last Team Painting. Hier Paintball, ne? Okay. Ich freue mich schon auf Winterzeit. Bei der Winterzeit schneit es hier. Das ist geil. Das ist richtig cool. Manche Hacker machen das auch. Ja? Hast du schon erlebt? Die stehen nur da rum. Ja, ich war schon dabei. Ich war schon dabei. Doch, die machen was, nur da, die sind nach oben geklettert. Also auf, Alter, wie wir hier rennen, Alter. Voll die Crew, Alter. Wie im Trailer damals. Rennen. Okay, jetzt, geh lieber in Deckung. Ich glaube, ich gehe auf der anderen Seite. Oh, die Sniper. Ich komme da nicht hin. Ach, ich kann. Das Auto ist despawned, geil. Ich gehe da mal hier so hin. Bleibt dort, wo ihr seid. Ich lenke. Nein! Ab. Seid ihr ich tot? Ich hab ihn überall. Ach, Mist. Nein, ich hab auch was gehabt. Ich hab ganz knapp gehabt. Ich war so. Ich hätte fast einen Headshot gegeben und ich war tot. Der müsste da oben irgendwo sein. Wolki. Ach, ich, ich versuche da hoch zu klettern. Du bist vorher tot. Das weißt du schon. Ja, das ist so. Du bist vorher tot. Nicht böse gemeint, ist aber wirklich so, weil beim Klettern bist LKW da. Der steht da. Tja, was sagt ihr jetzt? Was wollt ihr? Alles klar? Danke sehr. Danke für euer Mitgefühl. Nein, es ging nur darum, wenn du da hochgeklettert wärst. Während wäre ich aber gestorben. Nicht. Wäre ich aber nicht. 1990. Ach, verschrieben ist da. Ja. Gewinner, geil. Ja, und dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bei den anderen Kumpels mal vorbeigucken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Mit V, ne? Five. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Hab du einen und tschüss mit du. Ja, ich habe ihn besiegt. Und ihr habt nicht an mich geglaubt? Mir egal. Ich muss immer nur nicht glauben, okay. Dann. Ja, nix, sorry hier, ne? Gibst mir jetzt eine Schokolade aus. Das war's. Ja, macht's gut. Macht's gut.